Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man einen Corona-Schnelltest durchführt. Wir verwenden derzeit in der Diakonie Herzogsegmühle Tests der Firma Medrein. Das muss ich deswegen erwähnen, weil es zwischen den Tests verschiedener Hersteller Unterschiede geben kann. Das Anwendungsprinzip bleibt zwar gleich, aber die Zeitangaben und die Art und Weise, wie man das gewonnene Material in der Testflüssigkeit löst, können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man auf einen anderen Test umsteigt, vorher immer erstmal den Beipackzettel zu lesen. Bei diesem Test kann man auf drei verschiedene Arten testen. Wir konzentrieren uns heute auf die einfachste Variante, denn der Abstrich an der Rachenhinterwand ist unangenehm und kann leicht ungültig werden. Der Test am Gaumensegel dagegen ist sicher und einfach, wird aber von vielen Menschen als sehr unangenehm empfunden. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Hier kommt der anteriore nasale Test, besser bekannt als Popeltest. Schritt 1: Schneuzen. Das Ding wird Popeltest genannt, weil wir ähnlich tief in die Nase gehen wie beim Nasebohren. Einen echten Popel wollen wir dabei allerdings nicht zutage fördern. Schritt 2: Hände waschen. Der Tupfer in der Packung ist steril und sollte nur mit sauberen Händen entnommen werden. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Hände desinfizieren. Schritt 3: Material vorbereiten. Legt den Tupfer auf eine saubere Fläche und öffnet ihn schon mal so, dass ihr ihn nachher einhändig entnehmen könnt. Als nächstes füllt ihr die Testflüssigkeit in das Röhrchen. Dann entnehmt ihr den Tupfer und schon seid ihr bereit für Schritt 4. Ihr führt den Tupfer in das erste Nasenloch, ca. 2,5 cm ein. Drückt dabei leicht gegen die Nasenschleimhaut und dreht den Tupfer fünfmal hin und her. Zieht ihn dann wieder heraus und wiederholt den Vorgang beim anderen Nasenloch. Schritt 5. Der Tupfer wird nun in die Testflüssigkeit gegeben. Das Röhrchen ist aus biegsamem Material. Ihr könnt also den Tupfer etwas kneten, während ihr ihn in der Flüssigkeit hin und her dreht. Nach ca. 10 Sekunden nehmt ihr ihn aus der Flüssigkeit heraus, presst ihn noch einmal aus und werft ihn weg. Schritt 6. Nun nehmt ihr den Tropfaufsatz, steckt ihn auf das Röhrchen, haltet es über das kreisrunde Loch der Testkassette und drückt mit leichtem Druck 3 Tropfen heraus. Das Röhrchen könnt ihr jetzt verwerfen. Stellt einen Timer oder eine Eieruhr auf 15 Minuten und wartet auf das Ergebnis. Nach einer Viertelstunde kommen wir zur Auswertung. Bei dem C, englisch Control für Kontrollbereich, muss immer ein Strich zu sehen sein. Wenn nicht, dann ist der Test defekt und ihr müsst nochmal testen. Sobald beim T für Test ein Strich zu sehen ist, ist der Test positiv, selbst wenn er blasser ist als der Strich beim C. Mit diesem Ergebnis solltet ihr euch bei eurem Vorgesetzten oder Betreuer melden. Der sagt euch dann, wie es weitergeht. Wenn beim T gar nichts zu sehen ist, dann seid ihr negativ getestet und somit auch höchstwahrscheinlich nicht ansteckend. Gratuliere! Jetzt seid ihr Popeltest-Profis und könnt mithelfen, die Weitergabe des Virus aufzuhalten. Bitte denkt immer daran, wir nehmen das Virus zwar ernst, müssen aber nicht verzweifeln, wenn der Test positiv ausfällt. Denn ein positiver Test bedeutet nicht automatisch, dass man schwer krank wird. Er bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich ansteckend sind und uns eine Weile aus dem Gemeinschaftsleben zurückziehen sollten. Denn nur so schaffen wir es, weitere Ansteckungen zu vermeiden und dem Virus eins auszuwischen. Passt auf euch auf und bleibt gesund!